Als nächste Rednerin zu Wort gemeldet hat sich Andrea Holzner von der ÖVP. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher auf der Galerie und vor den Bildschirmen. Für würdevolles Altern und gute Arbeitsbedingungen in der Pflege ist das Pflegepaket 1 bereits in Umsetzung. Ein Gehaltsbonus von 2.460 Euro jährlich, eine sechste Urlaubswoche ab 43 Jahren und Anreize für die Pflegeausbildung mit zusätzlichen Dulen, Stipendien für Um- und Wiedereinsteigerinnen und der Pflegelehre. Und Pflegepaket 2 bringt nun eine Ergänzung für die Pflege zu Hause. Eine erhöhte Förderung für die 24-Stunden-Betreuung auf 800 Euro monatlich und zusätzlich können 24-Stunden-Betreuerinnen nun auch Personen betreuen, die nicht miteinander verwandt sind, zum Beispiel in einer Alters-WG. Mehr Kompetenzen für diplomiertes Pflegepersonal, das erste Mal. Dürfen Sie nun auch die Ersteinstufung für das Pflegegeld vornehmen und Medizinprodukte wie Inkontinenzbedarf auch beim ersten Gebrauch verordnen. Und der Angehörigenbonus für pflegende Angehörige wird auf Personen, die nicht im selben Haushalt leben, erweitert. Damit erhalten 22.500 Personen zusätzlich heuer 750 Euro und das nächste Jahr 1.500 Euro. Weil es fehlen Pflegekräfte und für einen Platz im Pflegeheim muss man warten und auch der mobile Dienst kommt nicht nächsten Tag und auch nicht gleich nächste Woche. Daher, liebe NEOS und SPÖ, gebt euch einen Ruck, unterstützt diesen Antrag und unterstützt damit diejenigen, die die Pflege zu Hause leisten. Ich möchte aber den Bogen noch weiter spannen. Es fehlen ja nicht nur Pflegekräfte, es fehlen in allen Branchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und es ist schon nicht lustig, wenn ich zum Friseur gehen will und ich bekomme keinen Termin. Es ist auch nicht lustig, wenn ich zum Wirt gehen will und der hat zu. Aber in der Pflege, da wird es problematisch, wenn niemand da ist. Und da gaukelt uns die SPÖ eine Scheinwelt vor, hält uns die Karotte mit der 32-Stunden-Woche vor die Nase. Das kommt mir irgendwie vor, wie aus Bildern aus einem Hochglanzmagazin mit lauter gestylten Männern und auch Frauen, die mit der Realität nichts zu tun haben, und wo man sich dann trotzdem unzufrieden fühlt, wenn man dies nicht erreicht. Und diese Storys, liebe SPÖ, die mögen sich zwar alle hip anhören, aber mit der Realität hat die 32-Stunden-Woche nichts zu tun. Die ist in den meisten Branchen und in Zeiten eines Arbeitskräftemangels einfach nicht erreichbar. Und ich glaube, da läuft man dem falschen Bild hinterher. Für mich persönlich ist es wichtig, dass meine Mutter auch in der Nacht und auch am Wochenende gepflegt wird. Und Arbeit, und das wird in der Pflege besonders spürbar, Arbeit ist ein Dienst an Mensch und Gesellschaft. Vielen Dank dafür. Zu Wort ist nun niemand mehr gemeldet.